Wie fängt man so ein Video am besten an? Keine Ahnung. Hi, meine Fischlinge. Ja, das wird kein normales Video, das wird mal ein kleines Laber-Video, ist aber ziemlich wichtig, also es wäre cool, wenn ihr dran bleibt und euch anhört, was ich euch zu sagen habe. So, ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass sich seit Anfang diesen Jahres mein Kanal grundlegend geändert hat. Und zwar habe ich beschlossen, nicht nur ein Video die Woche sonntags zu machen, sondern noch zwei Videos zusätzlich. Also drei pro Woche. Und es kam dazu der Unboxing-Montag, an dem immer um 17 Uhr ein Video kommt, wo ich irgendein Produkt, das ich cool finde, euch vorstelle oder euch vorstellen wollte. So, Mittwochs gab es dann den Nudelwasser-Mittwoch, wo um 18 Uhr ein Video kam über irgendwas mit Meerwasser, wo ich jetzt die ganze Zeit Wassertests gemacht habe, um auf einen gewissen Stand zu kommen. Wie funktioniert das? Weil Meerwasser ist das ein bisschen komplexer und auch wichtiger, dass das funktioniert. Deswegen wollte ich jetzt diese ganzen Wassertests schieben. So, gehen wir noch einen ganzen Schritt nach vorne. Also, ich glaube, es war August letzten Jahres, also August 2019, da hat es auch mich erwischt. Bedeutet insofern, die Landesmedienanstalt hat auch meine Wenigkeit abgemahnt. Das ging über viele, viele Monate, wo ich Vorschriften gemacht bekommen habe. Sagt man das so? Keine Ahnung. Was ich alles zu ändern habe. Ich brauchte ein Impressum. Ich habe da eine 20-seitige Litanei geschickt bekommen, wo feinsäuberlich aufgeführt war, welche Videos gegen welche Dinge verstoßen und was ich zu kennzeichnen hätte und pliplaplup und auch Videos, die weit in der Vergangenheit liegen, die laut der Landesmedienanstalt ganz perfide Werbung waren, nennen wir es mal. Nee, perfide ist das falsche Wort. Auf jeden Fall Werbung waren, obwohl ich das jetzt nicht so gesehen habe. Dann, die wollten, dass ich da jetzt dann auch was mache. Und ich sagte, mir wäre auf YouTube kein Skill bekannt, dass ich nachträglich ein Video als Werbung kennzeichnen kann, weil mir auch gar nicht bewusst war, dass das jetzt irgendwie eine Werbekennzeichnung erfordert. Okay, Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht, davon mal abgesehen. Ich musste dann verschiedene Videotitel ändern. Und im Prinzip hieß es dann, Werbung ist das, 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 das. Und irgendwie ist fast alles Werbung heutzutage. Ist sogar, das kam dann, also ich dachte, ich meinte, dann soll ich jetzt jedes Video als Werbung kennzeichnen, dass ich nicht abgemahnt werde. Also was auch cool ist, abgemahnt wurde ich. Es gibt, wenn man abgemahnt wird wegen sowas, gibt es da natürlich auch Bußgeldkatalog, der von 5 bis 55 Euro geht. Jetzt dürft ihr einmal raten, was ich bezahlt habe. Richtig, 55 Euro. Wow, bin ich ein Verbrecher. Okay, die habe ich auch überwiesen. Hatte, muss ich dazu sagen, einen sehr netten Menschen dort am Telefon, der mir auch wirklich geholfen hat, weil ich gesagt habe, okay, ich war mir nicht bewusst, aber okay, ja, sehe es ein. Dann sagt mir bitte, was ich genau wie tun soll. Und habe das über Wochen und Monate, ging das dann, bis ich dann endlich wieder meine Ruhe hatte. So, was noch wichtig ist zu erwähnen, es war im Prinzip bei diesen Dingen, was alles Werbung ist, war im Prinzip auch, wenn ich mein eigenes Social Media bewerbe, was ich im Prinzip in jedem Video mache. So, da konnte man sich auch nicht so wirklich drauf einigen. Also eine wirkliche Antwort darauf habe ich heute auch noch nicht bekommen oder bis heute auch noch nicht bekommen. Von daher mache ich zum Beispiel diese Einblendung, die euch auffällt am Anfang des Videos. Dieses Video enthält bezahlte Werbung. Das mache ich nur, weil ich auf meine eigenen Social Media Accounts verweise. Das ist der einzige Grund. So, das nur mal so am Rande erwähnt. Keine Ahnung, was jetzt wichtig ist, aber auf jeden Fall hatte ich ganz schön Trouble. Hatte noch ein bisschen anderen privaten Trouble, der mich ziemlich zurückgeworfen hat. Ihr habt ja gemerkt, zwischendrin kam auch mal kein Video und so weiter. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen.
So, und ich habe mich ja, wie gesagt, entschieden, um jetzt wieder in die Neuzeit zu switchen oder in das Jahr 2020, dazu entschieden, 3 Videos die Woche zu machen, weil ich dachte, so ein Unboxing ist insofern ganz cool, weil ich halt die Möglichkeit habe, an Produkte zu kommen. Oder einige Sachen habe ich sogar bei Sebastian im Laden gefragt, hey du, ich mag das Produkt, kann ich das bei dir vorstellen bzw. auspacken? Ich pack's alles wieder fein säuberlich ein und wir stellen es wieder ins Regal. Also ich habe mir das nicht in die Tasche gesteckt, davon mal abgesehen, ne? Nur mal so am Rande. Was dann passiert ist, fand ich ein bisschen erschreckend. Also der Gedanke da hinten dran war einfach euch Coronavirus. Entschuldigung. War einfach euch die Möglichkeit zu geben, sich ein Produkt anzuschauen, ohne dass ihr es kaufen müsst oder in Kauf nehmen müsst, es retour zu schicken und das zu haben, dass ihr es einfach angucken könnt, wie sieht's aus, wie funktioniert's, wäre das eventuell was für mich. Das war die Intention dahinter und nicht, weil ich euch irgendwas verkaufen wollte oder so, was dann auch in der einen oder anderen Facebook-Gruppe gewisse Leute, die komischerweise besser über mich Bescheid wissen wie ich selbst, breitgetreten wurde. Fun Fact an der Stelle ist, zwei Personen, die sich dort sehr ausgelassen haben, waren bei einem sehr guten Freund von mir, der auch YouTube macht, der ein Giveaway verlost hat, ein sehr teures. Ich werde jetzt nicht sagen, was, weil ich möchte nicht, dass das nachzuvollziehen ist. Auf jeden Fall, diese zwei Personen, die sich dort aufs Übelste über meine Person ausgelassen haben, waren die zwei ersten, die sich auf dieses Giveaway beworben haben, beziehungsweise bei diesem Gewinnspiel mitgemacht haben. Ich mag Leute, die anderen etwas neiden, aber selbst immer die Hand aufhalten. Ja, okay. Auch diese Meerwasser-Videos kamen nicht so an, wie das gewollt war, und irgendwie unterstellt man jetzt, ich würde hier nur noch Werbung machen, um das große Geld zu scheffeln. Fakt ist, ich habe weder für die Unboxings montags oder noch die Nudelwasser-Mittwoch-Videos einen Cent bekommen. Ich habe ein paar Produkte bekommen. Ich habe meine Sponsoren, das wisst ihr. Also, JBL ist ein Unterstützer, Amtra zum Beispiel. Tropic Marin, Aquarium Münster, wie fürs Tier, das sind Leute, die mir immer mal wieder helfen. Und ja, wenn ich eine richtige Produktplatzierung mache oder ein Produkt wirklich bezahlt vorstelle, habe ich euch das ja immer gesagt. Ich habe also insofern den Fehler gemacht, zu transparent zu sein und offen zu euch zu sein und zu sagen, hey, das habe ich bekommen, der unterstützt mich oder dafür habe ich sogar irgendeine andere Leistung oder sogar Geld bekommen. Insofern ist es halt ziemlich doof, weil du wirst dafür bestraft, dass du ehrlich bist. Ehrlich, offen, transparent. Weil ich sehe genug andere Videos, wo ganz klar ersichtlich ist, dass ja im Prinzip ein Produkt oder Produkte in dem Video versteckt werden, was halt auch eigentlich kaum anders geht, weil wenn ich ein Projekt mache, benutze ich ja auch gewisse Produkte, Technik und so weiter, und ihr wollt ja auch immer wissen, hey, was benutzt du und warum? Das möchte ich auch gerne so beibehalten. Also ich werde, um auf den Punkt zu kommen jetzt, ich laber schon fast 8 Minuten, ach du Scheiße, werde ich den Unboxing Montag und den Nudelwasser Mittwoch wieder streichen und werde im Moment wieder ein Video die Woche machen und möchte etwas back to the Wurzeln gehen. Back to the Wurzeln, ja, genau. Englisch on point. Okay, also ich werde ab sofort nur noch mein normales Sonntagsvideo machen. Das habe ich jetzt heute hochgeladen, weil ihr wisst ja, ich bin ein Haus am Umbauen, beziehungsweise am Renovieren, dass ich einziehen kann. Das muss Ende diesen Monats passieren. Deswegen schiebe ich jetzt dieses Video und es kommt erst nächsten Sonntag wieder ein Video. Da möchte ich euch aber nochmal ein paar Tiere aus meiner Anlage vorstellen. Gleich 8 Stück sogar. Und ja, möchte wieder so ein bisschen zurück zu dem alten Tobis Aquaristik-Exzesse, weil das, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist so ein bisschen verloren gegangen, dass ich so, ja, diese Anfängertipps und so Sachen, wir haben viele echt coole und pompöse Projekte gemacht, aber ja, teilweise ist so der Flow, den ich früher hatte, finde ich da ein bisschen verloren gegangen. Und da möchte ich insofern wieder anknüpfen. Vielleicht können wir ja noch ein Format machen, wann in der Woche, weiß ich nicht, wo wir oder wo ich mich mit euch einfach über ein gewisses Thema unterhalte oder gerne auch euch erzähle, was im Moment bei mir so Aquaristik oder aquaristisch los ist, was ich gerade so mache oder mit welchen Tieren ich mich besonders beschäftige, was ich gerade züchte, was ich mir vielleicht neu angeschafft habe oder so. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder wenn ihr auch ein Videothema habt, wo ihr sagt, hey, das finde ich super,
geil oder halt super wichtig oder das kriege ich einfach nicht auf die Kette, wie funktioniert das oder was muss ich so und so tun? Schreibt das mal in die Kommentare und dann werde ich das. Ich habe eine Liste, wo ich mir alles aufschreibe, was so an Videovorschlägen und Wünschen von euch kommt und versuche die natürlich schnellstmöglich umfangreich abzuarbeiten. Die Möglichkeit, alles so krass und so schnell umzusetzen, wie ich das oft gerne möchte, bietet sich oft erst nach einigen Monaten oder so. Das ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber ich versuche wirklich alles, was ihr an Fragen oder an Sachen reinbringt, auch umzusetzen. So, das war auch dann eigentlich das, was ich sagen wollte. Also wir werden leider Gottes den Unboxing-Montag und den Nudelwasser-Mittwoch streichen. Also ab nächste Woche, also morgen kommt kein Video und auch am Mittwoch nicht, sondern erst wieder am Sonntag. Und dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, wie ihr auf dieses Video reagiert. Ich weiß das ja in diesem Moment noch nicht. Und ja, hoffen wir mal, dass das bei euch wieder Anklang findet, weil außer, ja, dass kaum jemand das Video geguckt hat oder die Videos, obwohl ich zum Beispiel gerade diese Wassertestsachen, die waren echt interessant und echt umfangreich und gut erklärt eigentlich auch, was ich auch so Feedback bekommen habe von Leuten, die da echt den Plan haben. Fand ich schade, dass halt Videos wie zum Beispiel ein Aquarium im Supermarkt zu reinigen, wo wir einfach zwei Aquarien in banalen Wasserwechsel und Scheiben geputzt haben, dass sowas innerhalb von einer Woche fünfstellige Aufrufzahlen hat und dann erklärst du, was richtig grundlegend wichtig ist für die Aquaristik und ja, das schaut sich kaum jemand an. Das war insofern schade. Ne? Im Prinzip Wurst, wie viel Klicks das hat oder sonst irgendwie was. Es war einfach nur schade, weil das wichtige Informationen sind, die irgendwie, ja, weil es kein so Enthüllungsjournalismus mäßig ist oder halt nicht so pompös Bild-Zeitungsjargon. Das sehe ich halt auch immer öfter. Oh Gott, das geht das Video noch länger. Dass Leute, ja, Videotitel teilweise auswählen. Hauptsache, es klickt jemand drauf oder auch Projekte starten, die, naja, wir machen einfach mal, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich mach's einfach mal und das in einer breiten Masse, ja, an Menschen halt im Prinzip falsch vermitteln. Und im Prinzip sind dann, wir beschäftigen uns ja mit Lebewesen, die Tiere, die Leidtragenden oder die Lebewesen. Das ist halt schade. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel bei dem Meerwasserprojekt, bin ich ja darauf angesprochen worden, ob ich sowas mal machen will und habe halt gesagt, hey, ich habe kaum Ahnung mit Meerwasser und habe mir dann wirklich auch Leute an die Hand genommen, die den Plan davon haben, gesagt, hey, helft mir bitte. Ich bin gefragt worden, sowas zu machen. Ich würde es auch gern machen, aber ich bin da auch Neuling. Bitte helft mir, dass ich euch nichts erzähle, was halt ja einfach nicht der Wahrheit entspricht oder was falsch ist. Weil Informationen in einer größeren Menge zu vermitteln ist gut, aber wenn diese Informationen falsch oder lückenhaft sind, dann mache ich damit eventuell mehr falsch und mehr kaputt, wie ich damit gut mache. Und das soll nicht Sinn der Sache und vor allem auch nicht Sinn meines Kanals sein oder war auch nicht Sinn meines Kanals. Ich wollte Leuten helfen und viele Fehler, die ich selbst gemacht habe und auch Tiere, die mir gestorben sind, aus Unwissenheit, die wollte ich gerne so weitergeben, beziehungsweise das Wissen vermitteln, dass das anderen oder beziehungsweise euch nicht passiert. Und das ist eigentlich auch immer noch der Sinn meines Kanals. Und ja, ich war einfach transparent und hatte mit diesen zwei neuen Formaten, ja, dachte, damit könntest du noch einen drauflegen und ja, was Gutes tun. Was nicht so ganz funktioniert hat, soll jetzt auch kein theatralisches Ende werden. Ja, also wie gesagt, wir lassen die drei Videos ab diese Woche oder ab nächste Woche und machen wieder ein Sonntagsvideo. Und ihr könnt ja, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben, was wäre vielleicht ein cooles Format oder was für Themen oder was könnt ihr euch so vorstellen. Und ja, lasst es mich doch mal wissen. Und ja, wir sehen uns am Sonntag. Ich lege das mir jetzt an meinem PC, werde das noch ein bisschen bearbeiten. Und dann schauen wir doch mal, wie ihr darauf reagiert. Ich bin sehr gespannt, eure Kommentare zu lesen. Wäre schön, wenn ihr euch da zahlreich dran beteiligt. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.